So, in der fünften Phase tut man jetzt die beiden Sachen kombinieren, die wir eben gefunden haben. Also einmal die Zielgruppe und einmal das dringendste Problem von denen oder das dringendste wahrgenommene Problem. Und jetzt, und das ist bei diesem Schritt die Herausforderung, sich mal frei zu machen von allem, was man bisher geschäftlich getan hat, sondern einfach mal ja, für diese Kombination die ideale Lösung sich zu überlegen, wie die aussehen könnte, um eben für Lieblingsmenschen die ideale Problemlösung zu entwickeln. Einfach mal die beiden Sätze, auf die ihr es vielleicht fokussiert habt, also einmal die Charaktereigenschaften und einmal die den ihr mangelt, diese beiden Sätze vielleicht einmal versuchen zusammen zu kombinieren. Das ist auch okay. Wenn es am Anfang mal drei oder fünf Sätze sind, ist es auch okay. Komprimieren dauert einfach sehr lange. Komprimiert so lange ihr könnt, in den 10 Minuten und so gut ihr könnt. Und wenn noch was Längeres stehen geblieben ist, ist es auch kein Problem. Wichtig ist, dass der Gedanke festgehalten wird. Also, ideale Problemlösung für die Kombination aus Lieblingscharaktere und brennendsten Problemen von dieser Zielgruppe. Ganze Probleme aus Ihrer Sicht oder aus unserer Eigentlich überlegen wir uns jetzt mal für das tiefer liegende Problem. Wenn wir aber was für die, ich nenne es jetzt mal Speerspitze, also das ist das, wo Sie selber wahrnehmen, den Engpass, als für einen leichten Markteintritt ist das ganz wichtig, schon was bei rauskommt, auch super. Das andere, die komplexere Lösung kann man eigentlich auch erst dann im Laufe des Gesprächs mit der Zielgruppe noch weiter verfeinern und entwickeln. Das heißt, es ist im Prinzip egal, wo du anfängst.